Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Trains and Build 3 hier auf meinem Kanal. Die 155. erste Szenario wollen wir jetzt hier in den Eisenbahnreisen auf der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg fahren. Wir haben jetzt hier natürlich schon das erste Kapitel fertig, haben dadurch das zweite Kapitel freigeschaltet und da haben wir direkt mal in 60 Sekunden geliefert. Irgendwas mit Autos, bringen Sie sie nach Hude, wo sie umlackiert werden. Also weiße Autos wahrscheinlich oder keine Ahnung. Weißen Autos kennen wir. Die Baureihe 155, für uns natürlich kein neues Gefährt, das ist was Altes. Ich gehe mal davon aus, dass ich morgen mit euch auf den Karlsruher Kopf gehe. Guck mal, was ich mache. Die 425 muss ja eigentlich auch noch gemacht werden. Hier die ersten Errungenschaften schon freigeschaltet. So, es ist dunkel, das ist für uns ganz gut. Willkommen in Bremen, eine frische Lieferung von Autos ist gerade im Hafen angekommen und ist bereit, zur Lackierfabrik weiter transportiert zu werden. So, haben wir die Wägelchen schon hinten dran? Ne, sieht nicht so aus. Was ist jetzt hier unser Auftrag? Stellen Sie die Bremse auf fahrend. Ja, erstmal müssen wir mal die Bremsschlüssel schon ein. Okay, alles klar, haben wir. So, erhöhen Sie die Leistung, um in Bewegung zu kommen. Ja, haben wir die Wagen jetzt da hinten dran oder nicht? Nö, haben wir nicht. Und wo fahren wir denn jetzt denn hier? Ich muss nochmal in die Einstellungen hier wieder. Hab's wieder nicht gemacht. Das ist, glaube ich, inzwischen wirklich so ein Running Gag hier. Alte Markierung nochmal aus. So, zack, bumm. Und weiter geht's. Ja, keine Leistung. Dann das vorne. Jetzt kriegen wir Leistung. So, also wir fahren jetzt erstmal nach Neustadt. Warum auch immer. Machen wir einfach mal. So, also erstmal raus hier. Wir haben Fahrt vorne. Also wir sind keine Rangierfahrt. Das heißt, wir können ruhig die 40 dann auch ausfahren. Ich werde mal hier noch ein bisschen Instrumentenbeleuchtung anmachen. Kontrollleuchten machen wir an. Türraumbeleuchtung. So, dann müssen wir hier vorne noch Instrumentenbeleuchtung anmachen. Dann haben wir hier hinten noch die Instrumentenbeleuchtung. Nee, das ist verkehrt. Die da wollte ich anmachen. Und dann können wir doch diesen da erstmal ausmachen. Ich liebe das ja, diese Lok im Dunkeln zu fahren, weil hier so viel beleuchtet ist. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist das Ebola aus und den hier einmal in Dunkelmodus. Leider hier immer noch nicht viel bedienbar. Hier ein bisschen was bedienen können wir schon. PZB. Vergessen. Und dann erstmal nach Neustadt. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt die Wägelchen abholen. Fahrt mit 60 erwarten. Natürlich die Quittung mit. Das ist natürlich ganz nett, dass wir jetzt auch mal dann auf der Seite irgendwas machen. Ich gehe mal davon aus, dass es einer von diesen zwei Zügen da sein wird, den wir da jetzt gleich abholen sollen. Warum wir jetzt nach Neustadt dann rausfahren, ist natürlich eine andere Frage. Ich weiß aber auch nicht, ob Bremen-Neustadt tatsächlich noch zum Hauptbahnhof dazugehört. Ob das ein Bahnhofsteil vom Hauptbahnhof ist, das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich kenne mich ja hier nicht so gut aus. Die Hupe hört sich aber sehr merkwürdig an. Oh, lass mal runterrollen. Dann haben wir noch 700 Meter. Ja, ich bin noch da. Wir müssen mal abwarten, was jetzt hier genau passiert. Ich bin ein bisschen überfrachtet jetzt hier. Ich kann mir das hier irgendwie nicht so richtig zusammenriemeln. Aber nun gut. Einmal quittieren. Und eine 425.
Alias Quietschi. Heißt sogar das Kapitel hier. Die letzten 10 Meter hier noch abfahren. Punktlandung. Versuchen wir hier natürlich. So, kontaktieren Sie das Stellwerk, um fortzufahren. Da ist unser Funkgerät. Da ist der Hörer. So. So, jetzt fahren wir hier geradeaus weiter, oder was? Ach, da ist der Hafen. Ja, da müssen wir nachher nochmal Kopf machen, ne? Uiuiui. Das klingt ja nach Spaß hier. Gut, dann würde ich sagen, pesen wir mal los. 40 erwarten haben wir da vorne. Bisschen mehr Zugkraft hier. Vorwählen. Das mochte er jetzt wieder nicht. Da war ich ihm wieder ein bisschen zu tüchtig hier. Zugkraft wieder auf 70 runter. Ups. Und dann würde ich sagen, pesen wir los. Also theoretisch müssten wir nachher nochmal Kopf machen. Wenn wir die Wagen da jetzt rausziehen, müssen wir nochmal drumherum fahren und dann können wir erst nach Hude hochfahren, ne? Weil Hude ist ja oben bei Oldenburg. Oh, Licht hier wieder sehr schön. Also die Stimmung hier wieder sehr gut eingefangen. Gefällt mir. Bremsen hier. 40. Dann geht's in den Hafen. Okay, also jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass der Hafen da ist. Da. So ein bisschen Nebengleise haben wir dann doch, wo wir befahren können. Das ist doch ganz nett. Rüber. Ah, bei der Geschwindigkeit, das zieht sich jetzt natürlich, bis wir dann da wirklich am Ziel sind. Aber die SIFA vergessen wir bitte nicht. Oh, leichtes Gefälle haben wir hier, 2 Promille. Dürfte die Lok nicht allzu schnell werden. Ganz spannende Geschichte hier. Jetzt mit 4 Promille bergab, müssen wir ein bisschen bremsen. Kommt mir sehr leise vor, die 155. Dafür, dass es Altbau ist. Aber wir werden es gleich merken, wenn wir dann erstmal auf Strecke sind und mal so ein bisschen Gas geben, dann werden wir es schon merken. Und wenn wir in der richtigen Jahreszeit sind, könnten wir sogar Glück haben, dass wir nachher nochmal ein bisschen ins Helle reinfahren. Also den Sonnenaufgang hier miterleben. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was für ein Datum dieses Szenario uns mitgibt.
ja, so ein bisschen auf die Gimmicks auch gespannt, die wir vielleicht unter Umständen noch erwarten. Ein Handweichenbereich, oder? Nee. Ist mit Hauptsignal. Oder mit Signale, muss ja kein Hauptsignal sein, kann ja auch Sperrsignale sein. Da vorne stehen auf jeden Fall schon mal ein Autozug. Das passt wohl. Wenn wir den da jetzt rausziehen sollen, dann werden wir wohl nochmal Kopf machen müssen. Reicht das schon? Jawohl. So, einmal an die 16 Wagen ankuppeln. Machen wir. Auch kein Problem. Welcher Zugart sind wir eigentlich? In der mittleren Zugart. Ja, das sollte eigentlich für diesen Autozug auch passen. So schwer sind Autozüge nicht. Ja, und wieder ganz viele weiße Autos. Kennen wir ja schon. Sollte passen. Vollbremsstellung. Und dann gehen wir mal raus, ankuppeln. Ja, ja, ja. Da, 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 da. So. Oh, die Rampe können wir einklappen. Okay. Gut, gut. Dann steigen wir ein. Machen wir tatsächlich einmal Kopf hier. So, dann würde ich sagen, stellen Sie den Richtungswender auf neutral, sagt er. Entfernen Sie den Richtungsschalter. Machen wir hier PZB noch aus. Aber wie kriege ich den jetzt hier raus? So. Bremsschlüssel müssen wir natürlich auch ausmachen eigentlich. Ja. So geht er nicht aus. Bremsung. Aus. Dann können wir. So. Bumm, zack, bumm. Stellen Sie die Spitzenbeleuchtung auf rot. Ja, ist eigentlich so nicht richtig. Weil jetzt ist ja die Lokomotive hinten, die zwei roten, oder? Ja. Und einen Zugschluss haben wir hier auch schon wieder nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber wir schauen gleich mal, was jetzt hier noch passiert. Also, ich würde sagen, wir gehen auf den anderen Führerstand. Wir brauchen ja hier zum Glück nicht aussteigen bei der Lok. Dann setzen wir uns hier hin. Machen hier auch mal ganze Kladderadatsch an. Wobei, das können wir hier eigentlich auslassen. Ich mache nur mit der Instrumentenbeleuchtung vorne an, weil wir ziehen ja jetzt den Zug quasi nur raus, machen dann wieder Kopf und fahren mit dem anderen Führerstand ja weiter. Dann brauchen wir hier nicht so groß rumlamentieren. So, da Licht. Bitte. Düpp, 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 düpp. So, Lokführerbremse auch fahrend. Machen wir. Und dann ziehen wir mal raus hier, das Ding. Nach Bremen-Neustadt. Sollen wir es rausziehen? Ja, wieso löst du die Bremsen jetzt wieder nicht? So. Ja, wird wieder mein Fehler gewesen sein. Ich habe hinten wahrscheinlich noch das direkte Bremse angelegt und so ist es auch. Also einmal lösen. Jetzt pumpt er auch schon direkt wieder hier voll auf, das Ding. So, und dann geht das raus hier. So, was haben wir jetzt an Gewicht hinten dran? Sage ich ja, 517 Tonnen. Das ist, Autozüge sind tatsächlich nicht schwer. Also es sind, im Normalfall passen 8 Autos auf einen so einen Wagen. Also hier in diesem Fall sind es jetzt 6 sogar tatsächlich, beziehungsweise wenn wir das als ein Wagen, also das ist ja zwei Fahrzeuge, ein Wagen, ne? Haben wir jetzt hier 2, 4, 6, 12 Fahrzeuge drauf. So ein PKW wiegt ja so zwischen 1,5 bis 2,5, maximal 3 Tonnen. So ein durchschnittliches PKW. Auto, Dings, Bums. So, wir gehen jetzt hier erstmal als Rangierfahrt, würde ich sagen, raus. Aber wir haben ja kein Hauptsignal.
Heißt, wir fahren jetzt erstmal bis zum nächsten Hauptsignal oder bis zu einem Hauptsignal fahren wir jetzt natürlich erstmal nur 25 als Rangierfahrt. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Das Schöne an den Güterzugfahrten, da können wir uns ruhig gemütlich Zeit lassen bei dem, was wir hier tun. Wir fahren jetzt bis nach Neustadt. Nein. Dann irgendwo ein Hauptsignal? Das ist natürlich die interessante Frage, die jetzt noch stellt. Und sie vergessen. Und dann brauche ich die Siefer auch nicht drücken, wenn ich sie nicht aktiviert habe. Wird Sinn. So, ansagefreier Fahrweg, würde ich sagen. Wir geben mal Gas. Fahren wir mal mit dem 40 nach Bremen-Neustadt. Sind wir nämlich morgen hier noch am Rumeiern. Ja, die kommt mir sehr leise vor, die Lok, tatsächlich. Hab die lauter in Erinnerung. Oh, NE2-Tafel. Einstehend. Müssen wir quittieren, ganz wichtig. Und bei einer NE2-Tafel müsst ihr davon ausgehen, dass das nächste Hauptsignal unter Umständen rot ist. In diesem Fall sehen wir ja vorne schon grün. Das heißt, wir können ruhig rausfahren. Aber NE2 sagt uns erstmal nur, dass da irgendwo ein Hauptsignal kommt. Es sagt uns aber noch keine Signalstellung. Deswegen immer davon ausgehen, wenn ihr an der NE2-Tafel vorbeifahrt, das Hauptsignal noch nicht sehen könnt, dass das nächste Signal Halt zeigt. Also ein NE2 alleinstehend, immer wie Halt erwarten, beurteilen. In diesem Fall, wie gesagt, sehen wir ja schon, was uns das Hauptsignal hier mitteilen möchte, dass wir mit 40 nämlich ausfahren dürfen. So, Rangierfahrt, also Übergang von Rangierfahrt in eine Zugfahrt ist mit der Zugspitze. Was ich an einigen Stellen ein bisschen problematisch finde, aber weil mit dem 40 jetzt nicht allzu schlimm. Aber auf jeden Fall mal ganz schön, dass wir auch mal eine alleinstehende NE2-Tafel wieder irgendwo stehen haben. Haben wir ja in Aschaffenburg im Hafen auch. Aber das Signal, das ist jetzt nicht für uns gültig. Gehen wir trotzdem mal. Im Fall, oder für den Fall, dass da doch vielleicht ein Fehler drin ist, habe ich das jetzt mal quittiert. Aber Kennlicht war dran. Interessiert uns aber eigentlich nicht, weil ein Vorsignal ist einfach dunkel, wenn es nicht für uns zählt. Gas hier. War auch wieder ein sehr schönes Szenario, gefällt mir sehr gut gerade. Wir auch erstmal mit der Lok in den Hafen reinfahren müssen.
Güterzüge immer dran denken, versucht möglichst Punktlandungen zu erreichen. So, halten wir an. So, einmal abkuppeln. Und dann müssen wir jetzt noch einmal drumherum düsen. Stellt sich jetzt die Frage, warum die PZB jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Soll so eigentlich nicht sein. Ah, jetzt macht er immer noch Faxen. Okay. Nun gut. Fahren wir raus hier. Rangierfahrt 25 km/h. Gucken wir mal, wo wir unser Wende-LS finden. So, jetzt können wir das Ding hier wieder abrüsten. Dann auf neutral. Sperren Sie den Richtungsschalter. Erstmal machen wir den hier auf aus. Müssen wir nämlich auch absperren. Den hier öffnen wir. Und dann gehen wir raus. Spitzensignal auf aus. Und auch da will er wieder, dass wir rot fahren. Warum auch immer. Da gehen wir auf den anderen Führerstand. Lass uns da wieder hin, machen das Licht an. Bumm, bupp. So, jetzt ist die Frage, wo ist unser Sperrsignal? Das wird jetzt gefährlich, was wir hier machen. Weil ich habe jetzt hier keine Rangiersignale. Das wird jetzt witzig. Also ein Vorsignal, halt erwarten haben wir. Wir brauchen Vorsignalwiederholer. Hinten ist alles rot, also müssen wir irgendwo zwei weiße Lampen noch kriegen. Runterbremsen. 500 Hertz Magnet, der wird uns sonst killen gleich. Auf 25 überwacht. Also da müsst ihr aufpassen. Geht leicht bergab. 2 Promille. Wie komme ich jetzt an dem Hauptsignal vorbei? Kommt uns noch was entgegen? Das Ding denn? Ja, tatsächlich. Okay, also das passt soweit. Das ist in Ordnung. Natürlich nochmal anfunken hier. Und wir kriegen wieder als Zugfahrt raus. Warum nimmst du da nicht die Sperrsignale, Kollege? Eieieiei.
Nicht schön, Freunde, nicht schön. Dafür sind doch Sperrsignale da, dass wir als Rangierfahrt fahren. Und wir fahren jetzt vor allem, wenn wir gleich wieder Kopf machen, fahren wir als Rangierfahrt auch wieder zurück. Deswegen ergibt das hier wenig Sinn. Und wir kreuzen einmal die komplette Strecke ab. Jetzt sollen wir denn noch rausfahren? Denn der lässt schon längst dran vorbei. Ach, Richtungswende auf rückwärts. Oh, wir dürfen jetzt rückwärts fahren, tatsächlich. So, jetzt müssen wir hier natürlich das Sperrsignal beobachten können. Einmal hier hinsetzen und dann gucken wir mal da raus. Ja, ja. So nicht geplant. Okay, machen wir mal so. Sperrsignal ist noch zu. Jetzt. Ich werde aber gleich definitiv die roten Lampen hinten ausmachen, ne? Lass ich nicht an. Oh, jetzt hat man ein bisschen Sound auf den Ohren, wenn wir in der Außenansicht sind. Fenster. Dann sehen wir nämlich besser, wann wir bei den Wagen ankommen. Tatsächlich. Das Ding sollen wir jetzt noch nach Hude fahren. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs. 40 Minuten war das in der Veranstaltung, oder war es 50 Minuten? Weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Na egal, wir gucken mal. Ja, bis dahin erstmal ganz nett das Szenario, bis auf die Nummer mit den Signalen, das stört mich jetzt natürlich wieder. Leistung raus. Einmal ankuppeln. Und dann wollen wir uns mal anständig. Stellen Sie sicher, dass der Bremsklotz das Rad berührt, wenn die Bremsen angelegt werden. Ja, Bremsprobe soll ich jetzt machen, oder was? Die aber erstmal vernünftig umgebaut. So, den da aus. Die aus. Zack, bumm, zack, bumm. Momentbeleuchtung aus, Führerstandsbeleuchtung machen wir auch aus, Ebola aus und den da mal auf dunkel, damit er nicht so hell leuchtet. So. Geht nicht. Okay, dann halt nicht. Dann geht's halt ohne weiter. Okay, dann machen wir hier die Tür zu. Dann werde ich jetzt aber hier nochmal eine Kleinigkeit verändern, nämlich wir werden den hinteren Stromabnehmer nehmen. Da oben war er. Weil,
Was hatten wir? 500 Tonnen, da können wir ruhig im P bleiben. Umstellung P. Weil wir ja die Autos hinten drauf haben, das ist ja empfindliche Fracht und deswegen werden wir den hinteren Strombolzen übernehmen. So, steigen Sie herunter und prüfen Sie, ob Sie die Bremsen angelegt haben. Hallo? Tü-tü. Ach, setzen Sie sich wieder in den Lokführersitz. Mama. Oh, ein Blödsinn, also wirklich. Da irgendwas bewegen würde. Na gut, na gut. So, Bremse lösen. So, steigen Sie herunter, ob die Bremsen gelöst sind. Dann legen wir die direkte nochmal an. Jetzt können wir mal gucken, ob die Bremsklötze tatsächlich abgelegt sind. Ob man das erkennt mit dem Auge. Doch, da ist eine kleine Lücke drin. Aber ich glaube, der wollte auch eher, dass wir hier an den Fenstern gucken. Wo sind denn hier überhaupt die Fenster? Die Bremsen. Die gibt es gar nicht. Okay, gut. Also, wieder einsteigen. So. Den Stromabnehmer müssen wir noch machen. Ja, Stromabnehmer senken, bitte. Hallo, willst du nicht? Geht ja wieder nicht, ne? Hm. Jetzt nochmal. Natürlich wieder beide oben. Da müssen wir doch nochmal senken. So. Zack, bumm. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Geh doch runter. Geht doch. Und immer erst böse werden muss hier. So, machen wir die hier. Eins. Ja, die 185, die ist da natürlich ein Traum, weil da haltet sich das Ding automatisch um, ohne dass man irgendwas tun muss. Jetzt ist der richtige Strom immer oben. Hauptschalter an. So, drei weiße Lämpchen haben wir. Direkte Bremse auf Lösen. Da aus. Dann würde ich sagen, geilert los hier. Kein Strom oder was? Gib mir Gas. Gibst du mir Strom? Jetzt haben wir doch Leistung. So, auf geht's. Nach Hude. 22 Kilometer. Neben Gleis 11. Das heißt, wir rein uns mal hier aus der PZB. Wir haben schon wieder kein Hauptsignal zum Ausfahren, ne? Es ist zum Kotzen. Und Zugschluss haben wir auch schon wieder nicht. Ich glaube, wir den selber hier... Rampe können wir selber machen, aber Zugschluss stecken können wir nicht selber. Okay. Ja, schade. An der Stelle wieder. Gut, dann würde ich sagen, geben wir mal Gas. Und vielleicht wird es ja noch hell, bis wir in Hude sind. 22 Kilometer ist jetzt ja nicht die Welt. Wir dürfen ja nachher mit 100 fahren. Weil ich glaube, bei den Wagen wären sogar 120 möglich. Da fahren wir erstmal aus hier. Und dann war es das schon. Hude halten wir an und dann ist das Szenario erledigt. Aber erstmal ganz nett, dass wir jetzt erstmal hier 35 Minuten rumrangieren, dann noch ein bisschen auf die freie Strecke. Ist doch eine ganz nette Geschichte. Wie lang sind wir denn? 165 Meter. Wir sind noch nicht mal lang, ey. Sehr gediegen hier. Oh. Krass.
habe zwei Hunde hier, die sind aber sehr leise heute. Blödsinn machen sie zumindest mal keinen. Na, halt erwarten. Nicht für uns. Aber egal, wir dürfen ja eh nur 100 fahren. Weil ich fahre nur 100. Das ist relativ schnell jetzt natürlich runtergefahren, hier die 22 Kilometer. Ich finde das klasse, dass wir 155 nochmal bekommen haben hier. Eine meiner Lieblingslokomotiven im ganzen Spiel. Da steht die 110, steht im Ganzen natürlich auch in nichts nach. Und der macht unheimlich viel Spaß, mit dem Altbau durch die Gegend zu fahren. Weil es auch mal ein bisschen anspruchsvoller ist, als immer nur dieses Hebel vor, Hebel zurück. Denken, dass ich noch ein Tandem machen muss, aber am besten mache ich das gleich noch mal im Bahnhof. Ne? Wo man dann auch sieht, was das überhaupt für eine Lokomotive ist. Oh, mal gucken, welche ich nachher nehme. Leicht bergauf, kann man noch ein bisschen Leistung dazu geben. Auch den Abfallschalter ein bisschen weiter nach oben begann. Das hilft natürlich auch. Da direkt mal die rote 155 auch mit drin. Sehr schön. Also was der Fahrzeugpark hier angeht, da ist auf jeden Fall mal viel dabei. Dass wir hier auch viel Abwechslung erleben können im Fahrplanmodus. Allein, dass sie jetzt vier verschiedene 185er schon mit drin haben, ist natürlich ein riesen Ding. Für die Abwechslung. Muss ja auch ein bisschen multikultureller werden, was die EVUs betrifft, weil wir ja in Deutschland über 450 private EVUs inzwischen haben. Monopol der Deutschen Bahn ist hier einfach mal gebrochen. Zumindest mal im Regioverkehr und im Güterverkehr. Im Fernverkehr, da wird ein anderes EVU so gut wie gar keine Chancen haben, sich dort zu etablieren.
7 Promille. Oh, er fährt ohne Zugspitze. Weil sie nur oben die Lampe hat geleuchtet. Aha, wird wahrscheinlich für Hude stehen. Hektometertafeln beobachten, ob die Nuller hier auch rückleuchtend sind, wie bei Kassel-Würzburg. Da schalte mal auf aus, ein bisschen runterrollen kann. Bei Stufe 13 war ja schon mal ganz gut für Tempo zu halten. So, da haben wir 0, das ist nicht rückreflektierend, okay. Schade. Da wird dann wieder so Sachen, die man jetzt eigentlich für standardmäßig betrachtet, wieder nicht konsequent in neue DLCs übernommen. Schade an der Stelle. Wir gucken jetzt nochmal bei der nächsten. Bei der 28.0, ob die rückreflektierend ist. Warum? Warum wird sowas nicht denn auf alle Strecken übernommen? Konstruktive Kritik an der Stelle. Leute, ihr müsst doch einen gewissen Standard halten. Ist zumindest meine Meinung. Hier auch wieder ohne Zugspitze. Aber der Zugschluss, der leuchtet wie Hülle. Wieder ein bisschen ausrollen. Auf 13, 3 Promille bergauf hier. Also anspruchsvoll ist die Strecke jetzt natürlich nicht. Ne? Wir sind hier im norddeutschen Flachland unterwegs. Da ist nicht viel mit Gefälle oder Steigung oder so. Gedächtnisgruppe.
Aber 5 Kilometer noch. Jetzt müssten wir gleich hier eingeschränkt werden von der Geschwindigkeit. Ich schalte schon mal ab. Geht 4 Promille bergab hier. Oh, langsam vor der Warten. War nicht sehr schwer, der Zug. 28 Sekunden, mittlere Zugart. Auf unter 70 Bremsen, immer schön dran denken. Aber weniger immer mal wieder. Damit ihr es nicht vergesst. Jetzt die Frage, fahren wir mit 40 oder mit 60 ein? Warten wir mal ab, bis wir das Hauptsignal sehen. Wenn da was Weißes oben drüber leuchtet, dann 50 oder 60, je nachdem. Widersprüchliche Signalbegriffe hier, langsam vor der Warten, aber das Signal zeigt uns AP1 an. Ob das so sein soll, ich vermute eher nicht. Ich hätte jetzt eigentlich mit Halt erwarten schon gerechnet, aber nun gut. Also das war wohl ein Fehler bei den Signalen. Weil wir haben ja Fahrt erwarten bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir hier eigentlich auf Halt zufahren. Werden wir gleich merken, wenn der 500 Hertz Magnet kommt, ob es so ist oder nicht. Also da hinten ist auf jeden Fall mal rot. Und ein Sperrsignal ist schon offen. Also SH1 wird uns sofort angezeigt. Sollen wir den Zug noch weiterfahren? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist hier Feierabend. Laut unserer Szenarienbeschreibung.
Aber wir sollen dran vorbeifahren. Okay. Normalerweise müsste ich jetzt anhalten, wenn ich als Zugfahrt in eine Rangierfahrt übergehe, ist vorher einmal anzuhalten. Aber dann können wir gleich mal die Befehlstaste hier ausprobieren. Die auch hier wieder funktioniert. Sehr schön. Ich finde das gut, dass sie jetzt fast überall funktioniert. So, sehr gut gemacht. Ein anderer Lokführer wird die Fahrt fortsetzen. Schauen wir mal, wie sie abgeschnitten haben. Ja, dann schmeiß mal raus hier. Den Kladderadatsch. Verkehr. Mal direkt mal wieder hier, hoffentlich Goldmedaille. Jawohl, das passt doch. Und ja, sehr schönes Szenario. Ein bisschen Abwechslung mit dem Rangieren, umsetzen, einmal rausziehen. Also erstmal mit der leeren Lok rein, das finde ich schon mal sehr gut. Dann den Zug rausziehen, umsetzen, zack, bumm, einmal ein bisschen Strecke fahren. Nettes kleines Szenario auch hier wieder. Muss ich bis jetzt loben. Die Szenarien, die zwei, die wir bis jetzt gespielt haben, die haben mir zumindest mal Spaß gemacht. Ihr dürft natürlich wie immer den Kanal abonnieren, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zu den Szenarien, die ihr gerade gesehen habt. Gerade wenn ihr vom Kauf noch so ein bisschen zurückschreckt gerade. Und ihr dürft natürlich sehr gerne in den Discord kommen. Der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Nochmal der Hinweis auf das Raildriver, welches ich verlose. Da einfach Premium-Mitglied werden. Reicht, wenn ihr das für einen Monat macht. Und dann seid ihr automatisch mit dem Lostopf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit Trains in World 3 hier auf meinem Kanal. Bis dahin von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.